ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Хочу разбухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Das klingt doch russisch. Und dass die Russen. Entdeckung. Ach du Scheiße. Ja, so nicht. Da habe ich gepennt. Death Counter 1, 2. Ich bin dabei. Tun wir den von hinten vielleicht. Überrumpeln. Oh Scheiße. Death Game. Ach, Scheiße. Ich wurde gesehen. Okay. Hier vielleicht weiter. Oh Scheiße. Die meisten werden wir töten müssen. Schade. Ja, okay. Komm, das geht nicht hier lang. Ach du Scheiße. Стэф, кем конец? Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня! Я всех встану! Уха! Ich war zu langsam. Verdammte Big Damn Events. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда. Она тоже была проблемой. Was? Verdammt. Was? Verfickte Band, Kicker, verdammte. Verdammte, Quick Damn Events. Mein Click Adventures. Das ist kein Band, Click Adventure. So. Dafür. Oh, verdammt. Scheiß die Wand an. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Ach du Scheiße. Yeah.
Она тоже благополучной сети. Сейчас крикаем ивент. Soll ich denn da jetzt noch auf E drücken? Meine Fresse. Она тоже была порадочной сети. Aufs Gesicht schießen. Na komm. Ich muss wahrscheinlich die linke Maustaste, ja. Genau so. Puh. Ich habe eine Pistole. Ist immer noch. Ist nicht unvorsichtig werden. Er lebt noch. Verdammt. Oh, Kacke. Ich muss die Steuerung der Pistole noch lernen. Ich wusste nicht, dass die genauso läuft wie der Bogen. Das nochmal. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Verdammt. Okay. Menschenfleisch. Wir duden den nur. Was gibt's hier, ein Messer oder was? Ne, Munition. Die Munition nehme ich gerne mit. Die Kisten können wir nicht aufspringen. Na komm rein hier. Oha. Das war knapp. Na komm, raus hier. Ich hoffe, können wir dann wahrscheinlich noch wechseln. Ihn dann lautlos ausschalten. Ja, deswegen nehme ich Bogen. Deswegen werde ich den Bogen favorisieren.
auch hier. Was war's denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt gutes Material. Wir werden es bald wissen. Was? Hilfe schnell! Oh oh. Ins Knie. Okay. Alles mitnehmen. Schön looten. Und hoch hier. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ja, ein neues Lager, oder was? Hier steht zumindest ein neues Lager drin. Kisten können wir nicht zerstören. Zu schade. Ah, hier ist ein Lager. Bei Alpenplänen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, aha, dass ich wirklich hier bin. Das alles wirklich tue. Ausrüstung. Denk nicht darüber nach, Lara. Bogen aufbessern. Es hilft dir nicht. Nicht genug Material. Ich weiß nicht, was mit dem Rest des sehr schade. Ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Das haben wir erst auch gebessert. Outfits. Standoutfits. Lauer mit einer dicken Dreckschicht. Wie in einem Actionfilm. Pilotenoutfit. Amtler unter 1930er Jahre in Schleswig-Bomberjäger. Im Juria-Outfit, in diesem Outfit sieht Lauer aus wie eine Dschungelkämpferin. Bergsteigerin-Outfit. Steht aus einer gefütterten Weste, Kletterhaken, Klettergeschirr. Eines erfahrenen Bergsteigers. Okay. Meisterschützin. Aha. Schauen wir mal die Outfits an. Ingenieuren-Outfit. Mal da sind. Bergsteiger-Outfit werden wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Ist zu dick hier. Das werden wir dann Schneelandschaften brauchen. Pilotenoutfits.
billige Outfit. Das andere kennen wir. Das ist der Standard-Outfit. Okay, ja, ich würde es noch ein bisschen im Standard-Outfit machen. Bis wir mal irgendwie in die Berge kommen und so, dann würde ich mal das Berg-Outfit. Verdammt. Steckt der Name. Noch. Sollten wir vielleicht mal zur Waffe greifen, zur Pistole. Also im Nahkampf ist es nicht optimal. Loot hier einfach schon mal. Wo da vielleicht noch jemanden auch noch Leute sind. Und dann finden wir ein Messer und dann können wir die Kisten öffnen und dann ärgern wir uns deswegen nicht. Wahrscheinlich kümmern wir uns die ganze Zeit schon, aber schnell ist es bloß nicht. Da brauche ich eine Fackel für. Das wollte ich die ganze Zeit. Das ist ein starker Boden im Bogen. Okay, wo geht's jetzt lang? Darüber? Na toll. Okay, da geht's nicht rüber. Da geht's gar nicht rüber. Spiel abgestürzt. Nicht nur da war es abgestürzt, das Spiel ist abgestürzt. Ich hoffe, es gab ein Autosave. Von vorne möchte ich es nicht spielen. Das wäre übel. Ich habe selbst noch nicht gespeichert. Ich hoffe, es gab ein Autosave. Ja. Weiter bitte. Na gut, das ist noch nicht so arg. Bei den Lagerfeuern safe man immer. Und hier an bestimmten Safe Points. Ist das Spiel einfach abgestürzt? Machen wir das nochmal. Und ihn noch. Okay, da hoch können wir nicht. Hier durch oder?
Wo geht's jetzt lang? Ach, hier geht's hoch. Hilfe, schnell! Da ist sie! Na toll. Na toll. Sollte ich für mal nachdenken, die Pistole zu benutzen. Okay, Pistole. Pistole, sagten sie. Das geht bestimmt besser. Ich nehme den Bogen. Nick Schuss. Können wir die vielleicht von hier aus, wenn wir sie schon sehen? Sneaky. Da ist noch einer. Gedacht. Eine Feuerwaffe. Wie geht denn das? Klar. Alter Schwede. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Wie? Wie kommen wir hier weiter? Ja, zum Springen. Ah. So geht's runter. Nachdem wir hier angespült wurden, erstmal Tagebuch lesen. Wir sind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Ah ja.
Die Zeit muss sein. Mit deinem Tagebuchlesung. Ich schaff das. Oha. Bergsteigen. Ganz vorsichtig. Wir wollen hier nicht abstürzen. Das wäre tödlich. Oha. Dem geht's nicht mehr so geil. Midgard hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Das war aber klar. Was hat sie nun vor? Ich verstehe nur nicht ganz. Gott sei Dank, er lebt. Ist irgendwo da oben. Okay, Wolf looten. Was ich finden, Rolfs. Den Lagerplatz benutzen. Würde ich jetzt nicht sagen. Noch nicht. Ein humpeltes Kaninchen. Nee, ich verschone dich. Das humpelt ja. Wollen wir Lampen mitnehmen? Ah nee, aber eine Fackel können wir anzünden. Das wusste ich nicht. Erleuchtung. Den Stock haben wir mal mit dabei. Den können wir dann. Müssen wir den nur irgendwo entzünden. Schrauben. Einen Punkt zu fassen brauchen wir, glaube ich, 52.
Okay, da kommen wir nicht rein.